Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt. Und zwar geht es heute endlich wieder um das Thema Altenpflege. Und zwar möchte ich gerne weitermachen mit den noch ausstehenden Pflegetheorien, Pflegemodellen. Und in diesem Video werden wir die Interaktionstheorie nach Hildegard Peplau besprechen. Bei Hildegard Peplau geht es in erster Linie um die zwischenmenschliche Pflege und zwar handelt es sich hierbei um eigentlich die erste aller Pflegetheorien und ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum, sondern starten mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Also in den Interaktionstheorien ist als allererstes zu sagen, dass es sich hierbei insbesondere um die Beziehung zwischen Pflegekraft, also Pflegenden und zu Pflegenden geht. Frau Peplau hat sich in ihrem persönlichen Psychologiestudium inhaltlich mit beispielsweise unter anderem Sigmund Freud befasst. Und das Modell, welches sie jetzt erstellt, herauskristallisiert hat, ist angelehnt und entstanden durch eben ihre pflegerische Tätigkeit in der Psychiatrie. Frau Peplau definiert jetzt also die Pflege als einen signifikanten therapeutischen und zwischenmenschlichen Prozess. Die Pflege soll also erzieherisch und pflegend auf den Patienten einwirken, um eben seine Entwicklung zu unterstützen. Frau Peplau geht allgemein davon aus, dass der Mensch in einem sozusagen Ungleichgewicht lebt. Das Leben an sich also generell stellt den Prozess dar, um ein Gleichgewicht in seinem Leben zu erreichen. Und logischerweise natürlich kann die jeweilige Pflege, eine Form von Pflege, unterstützend damit einwirken. Frau Peplau definiert hier beispielsweise Krankheit und Umwelt in zwei verschiedenen Kategorien. Und die lese ich euch mal kurz vor, weil das ist schon ganz schön ein komplexer Satz. Also nach Frau Peplau ist Gesundheit dann gegeben, wenn der Mensch zu einer kreativen, konstruktiven, produktiven, persönlichen und gemeinschaftlichen Lebensführung in der Lage ist. Und in ihrem Modell hat sie das Thema Umwelt folgendermaßen definiert. Die kulturelle Umgebung, den Kontext, in dem der Mensch lebt und der seine Lebensweise beeinflusst. So, wir haben also eben jetzt schon angeschnitten, dass es in dem Modell nach Frau Peplau insbesondere um die Pflege-Patienten-Beziehung geht. Die Pflege-Patienten-Beziehung ist nach Frau Peplau in mehreren Stufen unterteilt. Die einzelnen Stufen bauen also etwas aufeinander auf. So, und um diese einzelnen Schritte zu verstehen, gucken wir jetzt erstmal, was die Patienten-Pflege-Beziehung eigentlich nach Frau Peplau bedeutet. Wie gesagt, verläuft diese eben in mehreren Phasen und in diesen einzelnen unterschiedlichen Phasen verändert sich jetzt die Rollenerwartung bzw. die Rollenerwartungen des Patienten an die Pflegefachkraft oder Pflegekraft. Was auch noch zu sagen ist dazu, ist, dass die Pflegekraft in den einzelnen Phasen, unterschiedlichen Phasen, dem Patienten verschiedene Unterstützungsformen anbietet. Und diese Unterstützungsformen können eben physischer Natur sein oder aber auch emotionaler Natur. So, jetzt wissen wir also, was die Patient-Pflege-Beziehung überhaupt generell bedeutet. Und wir fangen jetzt an mit der ersten Phase und das ist die sogenannte Orientierungsphase. Ganz am Anfang zu dieser Phase als allererstes sozusagen sucht jetzt der Patient nach Informationen generell über seine Erkrankung, aber auch seine Behandlung oder auch seinen Aufenthaltsort oder aber auch Informationen über seinen eigenen Körper. Das bedeutet also, er ist aktiv dabei, sich professionelle Hilfe zu suchen, um sich jetzt natürlich im jeweiligen Umfeld zu orientieren oder Antworten auf seine bestehenden Fragen zu bekommen, die thematisch beispielsweise sich um seine Erkrankung generell drehen oder auch verschiedene Behandlungsmethoden, Therapieformen. Die absolute Basis dieser Patientenpflegebeziehung ist eine kooperative Arbeitsweise, in der die Fachkraft oder Pflegekraft
aktiv den Bewohner, Patienten, dahingehend unterstützt bzw. motiviert, sich eben genannte Informationen zu suchen und natürlich auch entsprechend Fragen zu stellen. Hinsichtlich der Pflegekraft ist noch zu sagen, dass aus Sichtweise des Patienten natürlich die Pflegekraft eine völlig fremde Person für den Patienten ist, die aber mit ihrem Wissen und Hintergrundinformationen die Möglichkeit bietet, diverse Ängste beispielsweise auszuräumen, zu reduzieren oder aber, wie gesagt, bestimmte Fragen, offene Fragen, fachliche Fragen, Hintergrundinformationen zu berichten, zu erzählen, weiterzugeben. Das bedeutet jetzt, was bedeutet das für die Fachkraft? Ganz genau, die Fachkraft wird hier zu einer speziellen Informationsquelle, zum Experten für den Patienten. So, und dann kommen wir schon zur zweiten Phase. Die zweite Phase ist benannt als Identifikationsphase. In dieser Phase ist jetzt bzw. wird jetzt die Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient etwas stabiler. Und ebenfalls in dieser Phase kann jetzt der Patient unabhängig von Pflege bestimmen, was er möchte, was nicht. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss mehrere Optionen. Einmal beispielsweise, dass der Patient sich aktiv am Pflegeprozess, an der Pflege beteiligt. Das kann aber auch bedeuten, dass der Patient sich überhaupt nicht beteiligt am Pflegeprozess und einfach keinen Bock hat und sich verweigert. Oder dritte Option ist natürlich, der Patient, dem ist das total wurscht und der ist völlig passiv und inaktiv, lässt halt einfach die Sachen geschehen, ohne großartig jetzt Interesse daran zu zeigen. Was bedeutet das jetzt hier wieder für die Fachkraft, Pflegekraft? Die Pflegekraft ist in dieser zweiten Phase jetzt nicht nur ausschließlich Informationsquelle oder Experte, sondern auch leitende oder lehrende Quelle. Und somit sind wir schon bei der dritten Phase. Die dritte Phase ist benannt bei der Frau Perlau in die sogenannte Nutzungsphase. Das bedeutet, der Patient oder Bewohner hat jetzt schon einen Wissensstand, also weiß schon Bescheid, was ist mit mir, was habe ich für eine Erkrankung, wie kann man das behandeln oder therapieren. Er hat also jetzt ein Verständnis erlangt über seine generelle Situation, was natürlich automatisch bedeutet, dass er gezielt Hilfeangebote, Unterstützungsmöglichkeiten herauskristallisieren kann und ebenfalls annehmen oder ablehnen kann. Was markant in dieser Phase ist, ist das Aushandeln von Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit, wo jetzt aber schon zielgerichtet wird und auch immer weiter dahin gearbeitet wird, dass der Patient oder Bewohner möglichst unabhängig wird. Kommen wir wieder zurück zur Pflegekraft. Die Pflegekraft ist jetzt nicht nur Informationsquelle, sondern auch Beratung oder Begleitung. So, und dann kommen wir schon zur letzten Phase. Die letzte Phase, also die vierte Phase, ist die sogenannte Ablösungsphase. Das bedeutet jetzt also, der Patient oder der Bewohner ist nicht mehr von der Pflegekraft abhängig. Meistens ist das so eine Phase, beispielsweise in Einrichtungen, Reha-Einrichtungen, ist es die Phase, wo jetzt aktiv die Entlassung des Patienten vorbereitet wird. Ja, und in dieser Phase ist die Pflegekraft jetzt wieder Informationsquelle und aber auch Beratung. So, und zu dieser Theorie gibt es gar nicht großartig mehr zu sagen. Ich möchte jetzt aber noch mal ganz kurz auf die Bedeutung für die Pflege an sich eingehen. Ganz klar zu sagen ist, dass in dieser Theorie ein Augenmerk ganz, ganz stark auf die Beziehungsgestaltung und aber auch die Kommunikation zwischen Pflege und Patientbewohner gerichtet ist und eine sehr, sehr große existenzielle Voraussetzung für diese Pflegetheorie ist eben die Fähigkeit der Pflegekraft für zum Dialog und Reflexion. Wieso, weshalb, warum ist jetzt eigentlich ganz einfach und nachvollziehbar logisch. Der Dialog ist eben notwendig, um überhaupt eine Beziehungsgestaltung zwischen Pflege und Patienten zu ermöglichen. Und natürlich ist diese Beziehungsgestaltung bzw. die generelle Beziehung notwendig, damit eben Patient oder Bewohner genesen kann. Ohne diese Zusammenarbeit würde sich Zustand von Patient oder Bewohner nicht verbessern. Dafür braucht er nun mal Unterstützung bzw. Übernahme, Teilübernahme von Pflegekräften. Und wenn die Kommunikation
gegeben ist, der Dialog gegeben ist, dann natürlich verbessert das die jeweilige Patientenpflegebeziehung und somit kann der Patient auch besser genesen. So, und kurz nochmal zum Thema Reflexion. Warum ist das hier besonders wichtig? Weil natürlich die Reflexion insbesondere wichtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung der Pflege. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt eine Patientenpflegebeziehung habe, muss ich diese immer wieder reflektieren und kann mir dort bewusst machen, was habe ich gut gemacht, was hat diesmal gut geklappt, bin ich gut mit Bewohner in den Dialog gekommen, hat mir das schwer gefallen, ist mir das schwer gefallen, ist mir das leicht gefallen, konnte ich das gut, schlecht, ja, und dafür ist es eben umso wichtiger. So. Und mehr gibt es gar nicht zu dieser Theorie zu sagen. Kurz und knapp, wir haben es schon wieder geschafft. Ich hoffe, die Informationen haben euch gefallen. Wenn euch was unklar ist, dann scheut euch nicht davor, euch in den Kommentaren bemerkbar zu machen. Ich kann dann eventuell drauf eingehen. Ich probiere es jedenfalls. ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und die Altenpflege auf YouTube bzw. diesem Kanal hier unterstützen möchtet, dann drückt doch bitte den Abo-Button und die kleine Glocke nebenan. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video, wie immer von euch, mit Love, Peace and Harmony. Haut rein!